Für das Lesen und Schreiben von Strömen von Byte-Daten und Textdaten gibt es eigene Stream-Klassen in Java, die nicht das Interface Stream implementieren, die auch älter sind als das Interface Stream, also früher in Java hineingekommen sind, die auch Vorgänger haben in Sprachen wie C und C++, also historisch gewachsen sind. Das heißt, die sehen dann auch an einigen Stellen ein bisschen merkwürdig aus, weil sie auf Entscheidungen beruhen, die man heutzutage nicht mehr so fällen würde. Auf der anderen Seite bieten sie einiges an Komfort und Funktionalität, speziell für Ströme von Byte-Daten und Textdaten. Byte-Daten, das sind Daten, die nicht dafür gedacht sind, vom Menschen gelesen zu werden, sondern die von Programmen prozessiert werden. Zum Beispiel Audiodateien oder Videodateien. Textdaten hingegen, das sind Daten, wie Sie sie aus dem Editor kennen, die eben im Editor angezeigt werden können und wo der Editor Ihnen auch Möglichkeiten gibt, diesen Text dann noch irgendwie zu verändern. Natürlich können Sie auch versuchen, Byte-Daten in einen Editor zu laden. Vielleicht schaffen Sie es, Ihren Editor dazu zu zwingen, da etwas anzuzeigen. Aber das, was Sie dann sehen werden, ist sicherlich absoluter Murks, weil der Editor gar nicht weiß, was er mit diesen Daten aus einer Byte-Datei überhaupt anfangen soll. Dateien, englisch Files, sind nur eine Möglichkeit unter vielen, woher ein Programm einen Strom an Daten einlesen kann, beziehungsweise wohin ein Programm einen Strom an Daten hinausschreiben kann. Zum Beispiel können ja auch Daten von der Tastatur in ein Programm eingelesen werden, das werden wir noch sehen, oder beispielsweise Sensordaten von einem externen Sensor in ein Programm eingelesen werden und ähnliches. Umgekehrt kann ein Strom von Daten auch beispielsweise auf dem Bildschirm ausgegeben werden oder auch wieder an externe Geräte oder ähnliches. Allgemein bezeichnen wir alles als Datenquellen, woher wir Ströme von Daten in ein Programm hineinlesen können, zum Beispiel Dateien oder auch Tastatureingaben oder Sensoreingaben. Umgekehrt bezeichnen wir alles als Datensenken, wohin wir Ströme von Daten hinausschreiben können. Diese Unterscheidung zwischen Datenquellen, Datensenken allgemein und Dateien als ein Spezialfall von Datenquellen und Datensenken, den sehen Sie auch schon hier in unserem allerersten Beispiel. In diesem Beispiel betrachten wir Byte-Daten, Textdaten kommen später und wir betrachten hier das Lesen von Strömen von Byte-Daten. Das Schreiben auf Ströme von Byte-Daten kommt dann auch gleich. Hier sehen Sie eine allgemeine Klasse InputStream, die repräsentiert das Konzept, dass wir aus irgendeinem Byte-Datenstrom, der von irgendwo herkommt, dann die Daten hineinlesen. Und Sie sehen hier, diese Klasse FileInputStream ist von InputStream abgeleitet, speziell für den Fall, dass der Byte-Datenstrom aus einer Datei kommt. Hier im Konstruktor sehen Sie diesen String-Parameter. Das ist der Dateiname. Der muss voll qualifiziert sein, das heißt also mit Oberverzeichnis, Unterverzeichnis, Unterunterverzeichnis und so weiter, sodass also wirklich dieser Dateiname, diese Datei korrekt angesteuert werden kann. Sollte irgendetwas dabei schief gehen, sollte diese Datei mit den ganzen Verzeichnissen, so wie Sie sie hier hingeschrieben haben, gar nicht existieren. Das heißt, dass die Datei mit diesem Namen gar nicht existiert oder irgendwelche Verzeichnisse nicht existieren. Oder falls auch aus anderem Grund die Datei nicht zum Lesen geöffnet werden kann, zum Beispiel weil der Prozess keine Leserechte auf dieser Datei hat, dann wird eine Exception geworfen vom Typ File Not Found Exception. Und Sie sehen auch hier wieder, was wir schon öfters gesehen haben, Try with Resources. Zur Erinnerung, was bedeutet das? Es bedeutet, diese Klasse hier, die hier in runden Klammern nach dem Try kommt, muss das Interface AutoCloseable implementieren, und wenn sie das getan hat, sonst dürfen sie da nicht hineinschreiben, dann hat das den Effekt, dass egal wie der Prozess hier aus diesem Try-Cache-Block hinauskommt, egal ob durch regulären Durchlauf, ohne dass eine Exception geworfen wird, oder dadurch, dass eine File Not Found Exception hier geworfen wird, oder hier, Sie sehen das schon mal, diese Methode M, die Sie hier oben sehen, wirft eine IO-Exception. Auch in diesem Fall, in jedem Fall ist gewährleistet, dass diese Datei nach Verlassen des Try-Catch-Blocks wieder geschlossen wird, also nicht mehr reserviert ist für diesen Prozess und dementsprechend dann jederzeit sofort wieder für andere Prozesse zum Lesen und Schreiben geöffnet werden kann. Hier oben sehen Sie ein fiktives, illustratives Beispiel dafür,
was man so mit so einem Input-Stream, also mit einem Strom aus Bytedaten, der von irgendwoher kommt, so typischerweise macht. Ja, das ist eine ganz typische Konstellation hier. In einer Schleife werden die einzelnen Bytes aus dem Bytedatenstrom gelesen und dann irgendwie prozessiert. Das ist hier angedeutet durch diese fiktive Methode ProcessByte, die jedes einzelne Byte als Parameter bei einem Aufruf bekommt und nach dann eben jedes dieser Bytes prozessiert. Und Sie sehen hier ein paar historische Besonderheiten, wie ich gesagt hatte, dass man die Entscheidung heute anders fällen würde, aber so sind sie nun mal gefällt worden lange zuvor, lange bevor es die Sprache Java schon gab. Sie sehen die Methode read, die liest jeweils ein Byte aus der Datei oder aus dem Strom, woher dieser Byte-Datenstrom dann auch kommen mag. Und das ist auch der Punkt, der potenziell die I/O-Exception werfen könnte, nämlich wenn das Lesen, dieser Lesezugriff nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Sie sehen hier aber die Besonderheit, dass der Rückgabetyp nicht Byte, sondern Int ist. Und das bedeutet, Byte hat 8 Bit, Int hat 32 Bit, also 4 Byte. Eines dieser 4 Byte, ein bestimmtes Byte, das enthält tatsächlich den Inhalt, der aus der Byte-Datenstrom gelesen worden ist. Und die anderen 3 Byte dieses Int-Wertes, der zurückgeliefert wird, die haben alle Bitmuster 0, die sind identisch 0. Und Sie sehen hier auch, wie dann abgefragt wird, ob der Byte-Datenstrom zu Ende ist. Bei einer Datei hieße das eben, dass die Datei zu Ende ist. Nämlich, wenn der zurückgelieferte Wert von read minus 1 ist, dann ist dieser Datenstrom zu Ende. Das wird damit angezeigt. Wir werden im Kapitel zu interner Zahldarstellung sehen, dass das Bitmuster der Zahl minus 1 einfach nur aus Einsen besteht, keine Null dazwischen. Das heißt also, es kann unmöglich sein, dass ein Byte ganz regulär zurückgeliefert wird und dann die Zahl minus 1 herauskommt, denn wenn ein Byte zurückgeliefert wird, sind 3 Bytes von dem zurückgelieferten Int gleich 0 und beim Wert minus 1 sind halt alle 4 Byte des zurückgelieferten Int ungleich 0. So, jetzt haben wir gesehen, wie man Datenströme von Byte-Daten in ein Programm hineinlesen und damit etwas machen kann, so prinzipiell. Jetzt genau der umgekehrte Fall. Wir erzeugen einen Byte-Datenstrom, das heißt genau gesagt, wir erzeugen Byte-Daten und schreiben die auf einen Byte-Datenstrom. Im Beispiel eben war die Datenquelle eine Datei und genauso nehmen wir hier in diesem Beispiel wieder als Datensenke eine Datei, sodass also ganz logisch ist, dass das Ganze ziemlich ähnlich aussieht wie auf der vorangegangenen Folie, nur dass wir keine Klasse File Input Stream haben, sondern eine Klasse File Output Stream haben. Auch da müssen wir wieder als String-Parameter den Namen der Datei angeben und müssen auf dasselbe achten wie beim Einlesen der Datei. Müssen auch mit den Exception-Klassen klarkommen. Und hier oben sehen Sie jetzt im Gegenteil zu eben, wie man sich das vorstellen kann, wenn Bytes in einen Byte-Datenstrom hineingeschrieben werden. Auch hier sehen Sie wieder den Unterschied File-Output-Stream, Output-Stream, sowie File-Input-Stream abgeleitet war von Input-Stream, so ist File-Output-Stream abgeleitet von Output-Stream. Output-Stream, dahinter können sich dann Datensenken verbergen, also ganz konkrete abgeleitete Stream-Klassen, Output-Stream-Klassen verbergen für verschiedene Arten von Datensenken. Und Sie sehen hier ein einfaches Beispiel. Mit Methode write können die einzelnen Bytes rausgeschrieben werden. Der Parameter von write ist wieder vom Typ int. Es wird aber tatsächlich nur ein Byte auf dem Byte-Datenstrom hinausgeschrieben, nämlich dasselbe Byte, das Sie beim Lesen bekommen haben. Und dieses Byte ist genau das, wo Sie die Werte ungleich 0 haben, wenn Sie, so wie hier, die Werte von 0 bis 127, also die nicht negativen Werte, des primitiven Datentyps Byte dann eben darstellen. Das wird nochmal alles im Kapitel zu internen Zahlendarstellungen später klarer werden. Hier belassen wir es bei dieser einfachen Erklärung. Jetzt noch eine kleine Variation dieses kleinen Beispiels zum Hinausschreiben von Byte-Daten auf Datensenken.
Die Klasse File-Output-Stream hat noch einen zweiten Konstruktor, der ebenso wie der Konstruktor, den wir eben gesehen haben, einen String-Parameter für den Dateinamen hat, aber noch zusätzlich einen Boolean-Parameter. Und mit diesem Boolean-Parameter können wir steuern, dass zwei verschiedene Fälle unterschieden werden. Wenn, so wie hier auf dieser Folie, dieser Boolean-Parameter, den Wert, den wir übergeben, wenn der true ist, dann heißt das, alle Daten, die wir jetzt in diese Datei hineinschreiben, werden hinten an den alten Dateiinhalt angehängt. Das heißt also, der alte Dateiinhalt bleibt erhalten und alles, was wir hier oben noch dazu schreiben, kommt hinten dran. Würde hier an dieser Stelle stattdessen false stehen, statt true, dann wäre die Situation eine andere. Dann würde erst einmal der alte Dateiinhalt gelöscht. Es würde praktisch bei 0 anfangen. Und nur das, was wir jetzt in dieser Zeit, in dieser Methode M, solange die Datei zum Schreiben geöffnet ist, was wir da hineinschreiben, also das, was die Methode M hier oben reinschreibt, nur das ist dann danach der Inhalt dieser Datei. Der Konstruktor eben hatte diese Unterscheidung nicht, hatte diesen Boolean Parameter nicht. Der Effekt ist aber derselbe, als wenn wir hier bei diesem Konstruktor false hineingeschrieben hätte. Das heißt also, in dem Beispiel eben, das haben wir eben noch nicht thematisiert, in dem Beispiel auf der vorangegangenen Folie wird tatsächlich der alte Inhalt der Datei überschrieben und geht verloren. Hier sehen Sie eine wichtige grundlegende Möglichkeit, wie Sie das Hineinlesen aus einer externen Datenquelle wie einer Datei etwa auf der Festplatte und das Hinausschreiben auf externe Datensenken wie etwa Datei auf einer Festplatte deutlich beschleunigen können. Diese Möglichkeit, das ist grundlegend in jedem Betriebssystem im Prinzip eigentlich vorgesehen und ist auch in allen gängigen Programmiersprachen vorgesehen. In manchen Programmiersprachen sehen Sie es nicht, weil es so fest in das Einlesen und das Hinausschreiben eingebaut ist, dass Sie da gar keine Wahl haben. Sie bekommen es immer mit dazu. In anderen Sprachen, wie etwa Java, so wie hier, haben Sie die Möglichkeit, diese Beschleunigungstechnik hinzuzufügen oder nicht. Und in diesem Beispiel hier haben wir uns dafür entschieden, diese Beschleunigungstechnik hinzuzufügen. Vorher haben wir das nicht getan in den vorangegangenen Beispielen. Hier sehen Sie nochmal den Try-Catch-Block im Prinzip wie eben beim Einlesen. Hier den Try-Catch-Block wie hier beim Hinausschreiben. Das heißt also die Methode M und die Dateiname, das sind alles jetzt verschiedene Sachen. Das sind jetzt zwei verschiedene Beispiele und die Namensgleichheiten hier, die kümmern uns nicht. So, was Sie hier sehen ist eine Klasse BufferedInputStream, die sozusagen auf FileInputStream obendrauf gebaut werden kann. BufferedInputStream ist von InputStream abgeleitet, kann also wieder hier als dynamischer Typ stehen für den formalen Parametertyp InputStream der Methode M hier. Hier die Methode M zum Hinausschreiben, das ist alles dasselbe. BufferedOutputStream ist von OutputStream abgeleitet, wird auch sozusagen wieder Huckepack oben drauf gepackt auf FileOutputStream. Das ist in diesem Bereich eine sehr gängige Sache, dass wir verschiedene einzelne Funktionalitäten so durch aufeinander draufpacken, miteinander kombinieren können. Und zwar, indem wir einfach immer, ist vorgesehen, eben das eine als Konstruktorparameter des anderen jeweils da hineinzugeben. So, was machen Buffered Input Stream, Buffered Output Stream? Ja, das deutsche Wort Puffer. Es geht darum, die Daten beim Einlesen, beispielsweise Dateien von der Festplatte einzulesen, Byte für Byte, oder einzelne Bytes hinauszuschreiben auf die Festplatte oder andere Datenquellen, Datensenken. Das kostet alles unheimlich viel Zeit. Ja, wenn Sie wirklich jedes einzelne Byte aus einer Byte-Datei auf der Festplatte hineinlesen oder jedes Byte einzeln auf die Festplatte hinausschreiben, dann kostet das unglaublich viel Zeit, weil jeder einzelne Festplattenzugriff unheimlich viel Zeit kostet, relativ zu anderen Operationen im Computer. Also im Verhältnis zu unserem Zeitempfinden geht das immer noch alles rasant schnell. Aber im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich wirklich damit machen wollen, Prozessieren der Bytes und so weiter, dauert das unendlich lange Zeit und dominiert damit in sehr vielen Fällen die Laufzeit, erhöht die Laufzeit um einen namhaften Faktor. Und die Standardtechnik, um das zu
reduzieren, diese Erhöhung der Laufzeit auf ein Minimum zu reduzieren, besteht darin, dass eben nicht jedes Byte einzeln hineingelesen wird von der Festplatte in den Hauptspeicher und eben nicht umgekehrt jedes einzelne Byte jeweils für sich in einem einzelnen Schreibprozess hinausgeschrieben wird auf die Festplatte, sondern dass immer gleich ganze Puffergrößen, mehrere Byte hineingelesen bzw. hinausgeschrieben werden. Der Zeitaufwand für das Hineinlesen, das Hinausschreiben von typischen Puffergrößen wie 256 ist praktisch derselbe wie der Zeitaufwand für ein einzelnes Byte. Denn der Zeitaufwand besteht im Wesentlichen bei einer klassischen Festplatte, das nehme ich als Beispiel her, aus der Positionierung des Schreiblesekopfs auf der Festplatte und aus dem Warten, auf dem Warten, bis das entsprechende Segment dann unter dem Schreiblesekopf dann durch Drehung der Festplatte dann erscheint. Ja, und ob dann in diesem Moment ein Byte oder 256 Byte oder wie viel auch immer gelesen oder geschrieben werden, ist dann eigentlich völlig unerheblich. Damit kann man dann die Laufzeit deutlich reduzieren, weil immer nur alle 256 Byte ein Lese- bzw. Schreibzugriff nötig ist. Denn was dann passiert ist beim Lesen hier, wenn jetzt Methode Read aufgerufen wird, dann wird nicht ein einzelnes Byte von der Festplatte gelesen, sondern eben die ganze Menge, eben typische Zahl, aber nicht immer so, 256. Und jedes weitere Read sorgt erstmal nur dafür, dass aus diesem Puffer im Hauptspeicher jeweils nächste Byte gelesen wird. Und erst dann, wenn dieser Puffer durch entsprechend viele Read-Operationen leer ist, erst dann wird dann der nächste Pufferinhalt von der Festplatte gelesen. Erst dann gibt es wieder einen Festplattenzugriff. Umgekehrt beim Schreiben dann. Es wird, wenn Sie ein einzelnes Byte mit Write schreiben, dann wird bei einem Buffered Output Stream nicht sofort dieses Byte in die Festplatte hineingeschrieben, sondern erst einmal in einen Puffer. Und nur wenn dieser Puffer voll ist, erst in dem Moment, wird dann der gesamte Pufferinhalt auf die Festplatte rausgeschrieben. Der Puffer wird wieder geleert und dann beginnt das wieder von vorne. 256 Mal wird ein Byte hineingeschrieben und erst dann wieder Zugriff auf die Festplatte. Hier sehen Sie ein sehr hilfreiches Beispiel für dieses Baukastenprinzip, also dass man für die verschiedenen Funktionalitäten jeweils eine eigene Klasse hat und ein Objekt der einen Klasse kann man in den Konstruktor für die andere Klasse hineinstecken und so die Funktionalitäten alle aufeinander aufbauen. Sie sehen hier auch, was die Funktionalität ist, die wir dazu bekommen, nämlich mit solchen zusätzlichen Methoden Print und Printline Daten auf Byte-Ströme ausgeben, in der Form, wie wir sie eigentlich gewohnt sind. Also, dass wir beispielsweise Strings oder auch Zahlenwerte verschiedener primitiver Zahlentypen oder Zeichen auf Byte-Datenströme ausgeben können, ohne dass wir sie erst selber in Byte-Daten umwandeln müssen. Das macht dann diese Methode Print oder Printline, die Ihnen sicherlich bekannt vorkommen. Das ist das, was hinter System Out Print steht. Das gucken wir uns gleich an, aber hier erst einmal eins nach dem anderen von vorne. Wir richten also wie immer als Basis, wenn wir auf eine Datei hinausschreiben wollen, ein File Output Stream ein. Vergessen auch nicht zu puffern und bauen da oben drauf dann noch einen Print Stream auf und dieses Print Stream bietet dann diese Methoden Print und Printline. Und damit können wir dann, wie Sie es von System Out Print und Printline kennen, dann Daten hinausschreiben. Und genau das steht auch dahinter. Die Klasse System hat eine Klassenvariable Out, eben vom Typ PrintStream mit Methoden wie Print und Printline überladen für verschiedene Datentypen, hat zusätzlich auch noch eine weitere Klassenvariable Error, wie Error, Fehler, ebenfalls zum Hinausschreiben und dann noch eine Klassenvariable In vom Typ InputStream. Mit In, wenn Sie nichts tun, wenn Sie nichts umlenken, dann wird mit In, wenn Sie da Methode Read aufrufen, von der Tastatur gelesen. Mit Out und Error wird auf dem Bildschirm geschrieben. Wir werden gleich sehen, wie das mit dem Umlenken aussieht. Aber hier zunächst mal festzustellen, System Out Print, System Error Print
machen zunächst mal dasselbe, nämlich auf dem Bildschirm an dieselbe Stelle, auf dieselbe Art und Weise hinauszuschreiben. System in, wenn Sie da Read aufrufen, dann wartet Ihr Prozess darauf, dass Tastatureingaben passieren, die dann mit Return abgeschlossen werden. Hier sehen Sie dieses Umlenken dieser 3-Byte-Datenströme. Zum Beispiel mit Methode setIn, mit dieser Klassenmethode von Klasse System, können Sie die Eingabe von der Tastatur weglenken in irgendeine beliebige Datei. Das heißt also, die Eingabe wird jetzt nicht mehr von der Tastatur gelesen, sondern aus dieser Datei heraus. Natürlich können Sie mit einem entsprechenden Input-Stream auch von jeder beliebigen anderen Datenquelle aus anstelle von der Tastatur dann die Eingaben lesen. Und mit Setout und Setr können Sie entsprechend neue Print-Streams dann hineinbringen in die Klasse System, sodass also nicht mehr auf den Bildschirm geschrieben wird, wenn auf SystemOut oder auf SystemR jetzt irgendwas geschrieben wird, sondern, so wie hier in diesem Beispiel etwa, wenn Sie SystemOut schreiben, wird auf diese Datei hier geschrieben und wenn Sie auf SystemR schreiben, wird auf diese Datei geschrieben. Da sehen Sie jetzt, warum es sinnvoll ist, dass wir das in zwei Teile zerlegen. Wir haben Standard-Output und Standard-Error, Standard-Fehler also. Und es ist durchaus üblich, das beides zu trennen, nicht beides in dieselbe Datensenke hineinzuschreiben, sondern beispielsweise die normalen Ausgaben, die erwünschten Ausgaben, die Ausgaben, die das Programm tatsächlich macht, wenn alles nach Plan läuft, die dann in eine entsprechende Zieldatei hineinzuschreiben und beispielsweise die Fehlerausgaben, also die Ausgaben, die Sie in Ihr Programm hineinschreiben, um Fehlerausgaben irgendwo hinzuschreiben, wenn eben nicht alles richtig läuft, sondern wenn Sie eben Fehlermeldungen hinausschreiben, die dann entweder weiterhin auf dem Bildschirm zu schreiben. Das ist häufig so der Fall, dass Sie die Fehlerausgaben auf dem Bildschirm sehen und die normalen Ausgaben Ihres Programms eben woanders finden. Oder vielleicht auch in eine entsprechende Logdatei anstelle vom Bildschirm. Auch das ist häufig so, dass Fehlerausgaben in eine Logdatei geschrieben werden. Zum Abschluss des Themas Byte-Datenströme hier noch ein paar Beispiele aus der Java-Standard-Bibliothek, was es so alles an Input-Streams und Output-Streams gibt. Nur ein paar Beispiele eben, wie gesagt. Und Sie sehen an den Namen dieser Stream-Klassen schon ungefähr, worum es da eigentlich geht. Also hier Input-Streams zum Einlesen von Byte-Daten aus bestimmten Dateiarten, Audiodateien beispielsweise, JAR-Dateien, ZIP-Dateien. Und zu diesen beiden Klassen hier unten, Piped Input Stream, Piped Output Stream, da kommen wir dann im Zusammenhang mit dem Thema Threads hin. Nun also Textdaten. Sie erinnern sich, Textdaten ist die Art von Daten, die dafür gedacht ist, von Menschen gelesen zu werden, also zum Beispiel in einen Editor geladen zu werden, sodass der Mensch sich das dann im Editor anschauen kann, beziehungsweise mit den Ediermöglichkeiten des Editors auch entsprechend den Inhalt dann verändern kann. Sie sehen hier in diesem ersten Beispiel, wo es um das Einlesen von Textdaten aus einer Datei geht, dass sehr vieles sehr analog ist. Das grundlegende Konstruktionsprinzip ist sehr analog zum Einlesen von Byte-Datenströmen. Aber wenn es dann ums eigentliche Lesen von Daten geht, dann gibt es doch kleine Unterschiede. Also, fangen wir mal von vorne an. Anstelle von Klasse InputStream haben wir bei Textdaten jetzt Klasse Reader. Anstelle von File-Input-Stream entsprechend File-Reader, anstelle von Buffered-Input-Stream Buffered-Reader, aber das ist alles völlig analog. Diese beiden Klassen File-Reader und Buffered-Reader sind von Reader abgeleitet, sodass wir also sowohl einen File-Reader als auch einen Buffered-Reader hier als ersten Parameter in die Methode M hineinstecken können. So, jetzt geht es hier also in der Methode M ans Lesen aus dieser Textdatenquelle. Und Sie sehen den Unterschied. Wir packen als Parameter ein Array von char hinein. Und die Logik ist die, wenn noch so viele einzelne Zeichen noch nicht gelesen sind, wie das Array lang ist, dann wird das Array voll und ganz aufgefüllt. Ja, nach aufsteigenden Indizes, das erste gelesene Zeichen an Index 0, das zweite gelesene Zeichen an Index 1 und so weiter und so fort. Wenn hingegen nicht mehr so viele Zeichen
übrig sind in der Datei, die noch nicht gelesen worden sind nach dem Öffnen der Datei zum Lesen, dann werden auch nur so viele Zeichen eingelesen nach derselben Logik. Erst das eingelesene Zeichen an Index 0 des Arrays, zweites an Index 1 und so weiter und so fort. Und Methode Read liefert dann die tatsächlich eingelesene Zahl von Zeichen zurück. Also wenn das, wenn dieses Array gefüllt worden ist, tatsächlich, dann wird die Länge des Arrays zurückgeliefert, ansonsten eben eine kleinere Zahl. In Textdatenquellen, also zum Beispiel Textdateien, haben wir das Konzept Zeile. Das heißt also, jede Zeile geht entweder bis zum nächsten Zeilenumbruch oder wenn es keinen Zeilenumbruch mehr gibt, dann eben bis zum Ende der Datei. Und das bietet die Möglichkeit, beim Einlesen, beim gepufferten Einlesen, das anzupassen an diese Logik, an dieses Konzept Zeilenumbruch. Das ist eingebaut in die Klasse BufferedReader und das sehen Sie jetzt hier. Wenn Sie einen BufferedReader verwenden, dann können Sie die Methode ReadLine verwenden. Hier, die liest gepuffert immer eine ganze Zeile ein, also bis zum nächsten Zeilenumbruch bzw. bis zum Ende der Datei, wenn es keinen Zeilenumbruch mehr gibt. Byte-Daten und Textdatenströme sind in Java keine zwei völlig separaten Welten. Das sehen Sie zum Beispiel hier. Wir haben in diesem kleinen illustrativen Beispiel einen Input-Stream, also im Prinzip ein Eingabestream zum Lesen von Byte-Datenströmen. Aber Sie können obendrauf dann einen Reader packen. Durch die Klasse InputStreamReader, die von Klasse Reader abgeleitet ist, sodass Sie also tatsächlich aus diesem Input-Stream Textdaten über diesen Reader lesen können und nicht Byte-Daten. Das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Datenquelle, die mit diesem Input-Stream verbunden ist, tatsächlich deren Inhalt tatsächlich sinnvoll interpretierbar ist als Textdaten. Analog zur Klasse Reader zum Einlesen von Textdaten gibt es entsprechend die Klasse Writer zum Hinausschreiben von Textdatenströmen. Man kann mehr oder weniger sagen, Writer verhält sich zu Output-Stream wie Reader zu Input-Stream. Ungefähr kommt es hin. Im Detail haben wir ja schon gesehen, gibt es den einen oder anderen Unterschied beim Lesen bzw. Schreiben von Byte-Daten und von Textdaten. Aber im Großen und Ganzen kommt es hin. Hier sehen Sie, dass das Bildungsprinzip ähnlich zu Output-Stream und auch ähnlich zu Reader wieder ist. Hier sehen Sie dann die Möglichkeiten, die Standardmöglichkeiten, die Sie haben, um auf eine Textdatensenke mit einem Writer zu schreiben, nämlich die wesentlichen Möglichkeiten sind einzelne Zeichen oder ganze Strings zu schreiben. Und auch beim Hinausschreiben von Datenströmen sind Byte-Datenströme und Textdatenströme keine getrennten Welten in Java, sondern völlig analog zu Input-Stream und Reader sehen Sie ein entsprechendes Konstrukt von Output-Stream und Writer. Zum Abschluss des Themas Dateien schauen wir uns auch eine Klasse Files an, die sehr nützliche Funktionalitäten hat in Form von Klassenmethoden, die Sie hier sehen und auf der nächsten Folie. Beides nur ein Ausschnitt aus den Funktionalitäten der Klasse Files. Vorneweg, eine solche Zeile wie diese erste hier, eine solche Anweisung, haben wir schon gesehen im Video zu Streams. Wir haben dort gesehen, dass Pfadnamen von Dateien eine eigene Klasse haben, in denen solche Pfadnamen gebildet werden können, korrekt gebildete Pfadnamen, aber die Datei, die damit angesprochen wird, muss nicht existieren, kann existieren. Und Sie sehen dann diese Funktionalität der Klasse Files hier mit Klassenmethoden, die so sprechende Namen haben, dass wir da eigentlich gar nichts weiter dazu sagen müssen. Vielleicht nur hier Regular File, das ist eine ganz normale Datei, im Gegensatz beispielsweise zu einem Verzeichnis. Ja, Sie haben ja, wenn Sie sich den Inhalt eines Verzeichnisses auflisten lassen, dann haben Sie ja da normale, regular Dateien und auch Unterverzeichnisse und die können Sie mit diesen beiden Boolschen Methoden hier voneinander unterscheiden. Und hier sind noch ein paar weitere Beispiele, wie man auf der Ebene des Programms, also nicht, wie Sie es normalerweise können, in unmittelbarer Interaktion mit dem Betriebssystem, mit der Dateiverwaltung des Betriebssystems, sondern von einem Java-Programm aus solche Operationen durchführen können, wie etwa eine Datei zu erzeugen, die diesen Pfadnamen hat, oder
Dateien ineinander zu kopieren, also den Inhalt dieser Datei damit den Inhalt dieser Datei hier zu überschreiben oder eine Datei irgendwo anders in der Verzeichnisstruktur hinzubewegen oder den Namen zu ändern oder eben auch verschiedene Formen des Entfernens einer Datei aus der Verzeichnisstruktur, entweder unbedingt oder nur dann, wenn sie tatsächlich existiert. Das heißt also, die erste Form mit Delete, die führt auf eine Exception, wenn die Datei nicht existiert.